Wir sind hier zusammengekommen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Herzlich begrüße ich Sie zum Gottesdienst. Gottesdienst, das heißt, wir sind eingeladen. Eingeladen von Jesus, eingeladen von Gott. Bei ihm, in seiner Nähe, dürfen wir aufatmen und Stärkung für unseren Lebensalltag erfahren. Jetzt will uns Gott begegnen in seinem Wort und später in Brot und Wein beim Abendmahl. Auf Gottes Gegenwart stellen wir uns ein mit dem Lied »Ich bin durch die Welt gegangen«. Liebe Gemeinde, Gott lädt uns ein. Er ruft uns in seine Nähe. Doch andere Einladungen drängen sich vor. Wichtige Termine nehmen uns in Beschlag. Da bleibt Gottes Einladung oft ohne Antwort und ohne Folgen. Das bedenken wir einen Moment in der Stille. Wir bitten, der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Liebe Gemeinde, immer wieder dürfen wir es hören, Gott erbarmt sich unser. Und wir hören staunen, dass er uns trotz unserer Ablehnung immer wieder aufs Neue zu sich einlädt und Stärkung verspricht. Die Tür zu Gott steht uns immer offen. Lasst uns beten. Guter Gott, du lädst uns immer wieder ein, auch heute in diesem Gottesdienst. Wir haben das mit dabei, was uns fröhlich und glücklich macht. Zu unserem Leben gehört aber auch immer Trauer und Not. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Lasse uns die Freude deiner Nähe heute spüren. Lasse uns etwas von deiner Kraft mitnehmen.
Lasse uns deinen Segen empfangen. Mache du uns zu einem Segen für andere. Amen. Wer ist denn eingeladen? Wer darf denn kommen? Einfach alle, sagt Jesus. Hört Verse aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Amen. Lasst uns auf Gottes Wort antworten, indem wir miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wieder Platz.
Als Predigttext lese ich einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium im 22. Kapitel. Jesus redete in Gleichnissen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet. Alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus, brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und da sah er einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Herr, segne Reden und Hören durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich fängt ja alles ganz gut an. Der König richtet seinem Sohn die Hochzeit aus, das Festmahl ist zubereitet, die Ochsen geschlachtet, der Wein steht bereit, der Saal ist festlich geschmückt. Der König schickt seine Knechte aus und lässt die Gäste zur Hochzeit holen. So weit, so gut. Die Gäste aber sagen ab, sie wollen nicht kommen, sie haben Wichtigeres zu tun. Schon ziemlich unverschämt, denke ich, wenn ich eingeladen bin, fühle ich mich doch geehrt, ich freue mich. Seltsam, dass die Eingeladenen da so reagieren. Doch der König lässt sich nicht entmutigen. Vielleicht war die Einladung nicht deutlich genug. Vielleicht haben die Eingeladenen nicht richtig verstanden, welch ein schönes, welch ein fröhliches Fest sie da erwartet und wie wichtig sie als Gäste sind. Ohne sie will der König das Fest nicht feiern. Also schickt er die Boten noch einmal aus. Doch abermals ergeht es ihnen so wie beim ersten Mal. Die Eingeladenen sagen ab, der eine geht auf seinen Acker, der andere an seine Geschäfte. Jetzt aber eskaliert die Situation. Einige ergreifen die Knechte, die die Einladung des Königs überbringen, verhöhnen sie und bringen sie um. Verständlich, dass der König nun selbst zornig wird. Er schickt seine Heere aus, bringt die Mörder um und zündet ihre Stadt an. Liebe Gemeinde, was so gut begonnen hatte, mit einer Einladung zur Hochzeit, endet mit Mord und Totschlag, mit Wut und Vergeltung. Verständlich wird dieses böse Ende erst, wenn man versteht, warum sie der Evangelist Matthäus so erzählt. Man spürt ihm hier seine Enttäuschung und seine Verbitterung ab, dass sein Volk, das Volk Israel, Jesus nicht als den verheißenen Messias angenommen hat. Sie sind doch die Eingeladenen, die Juden, die Zeitgenossen Jesu. Doch sie wollen bei dem Fest nicht dabei sein. Sie können in Jesus nicht den Königssohn erkennen, den Sohn Gottes, den Messias, mit dem die Heilszeit beginnt. Ja, mit dem Gottes Reich, sein Himmel schon auf Erden sichtbar wird, wenn er Kranke heilt und mit den Sündern und Armen sich an einen Tisch setzt. Die jüdischen Gelehrten können diese Botschaft Jesu nicht akzeptieren und unmöglich die Einladung annehmen. Und so verhöhnen sie all diejenigen, die diesem Wanderprediger Jesus ihr Vertrauen schenken. Doch damit nicht genug, sie beseitigen Jesus, sie lassen ihn kreuzigen.
Doch Gott lässt sich das nicht gefallen. Er wird zornig über eine Welt, die die Augen und Ohren für Jesus und seine Botschaft verschließt. Gott wird Mensch, um den Menschen ganz nahe zu sein, um ihnen beizustehen in der Not ihres Lebens. Doch die Menschen zeigen ihm die kalte Schulter, lassen ihn abblitzen, lassen sich nicht dreinreden, gehen ihren eigenen Weg. Liebe Gemeinde, in dieser Geschichte nimmt Gott das nicht so einfach hin. Er wird zornig über Menschen, denen die Geschäfte, das Machen, Schaffen, sich etwas leisten können, wichtiger sind, als sich einladen und beschenken zu lassen. 70 Jahre nach der Geburt Jesu, 40 Jahre nach seiner Kreuzigung, geschieht der jüdische Krieg. In diesem wurde Jerusalem von den Römern angegriffen, die jüdischen Aufrührer wurden gefangen genommen und getötet und der Tempel wurde zerstört. Und Matthäus deutet dieses geschichtliche Ereignis als eine Strafe Gottes für die Ablehnung Jesu und seiner Botschaft. Die Zerstörung Jerusalems durch die Römer nimmt er in sein Gleichnis mit auf und deutet es als Strafgericht Gottes, weil die Menschen Gottes Einladung hochmütig ausgeschlagen haben. Und immer wieder haben Menschen, genauso wie Matthäus, das, was sie erlebt haben, so gedeutet. Der Zweite Weltkrieg. Als Strafe Gottes für das deutsche Volk, das von ihm abgefallen war und einem demagogischen Führer gefolgt ist. Die Corona-Pandemie, eine Strafe Gottes für die Menschheit rund um den Globus, weil sie mit ihrem Geiz, ihrem Konsum, ihrem immer billiger und billiger, immer schneller und schneller, immer mehr und mehr die Welt in den Abgrund treibt. Gott wird zornig, wo das Lebensrecht der Schwachen und die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. Er ergreift Partei, er wird zornig über das Unrecht und die Gewalt. Liebe Gemeinde, ich empfinde es als eine hilfreiche Korrektur des Gottesbildes, dass Gott eben nicht der teilnahmslose, harmlose, alle und alles gleichliebende Gott ist, dessen Liebe vor der Gewalt der Menschen kapitulieren muss, sondern der da, wo Menschen in die Irre gehen, voller Zorn eingreift. Müssen wir uns da nicht fragen, ob Gott es auf Dauer teilnahmslos hinnehmen wird, dass heute in unserem Land seine Gebote, seine Botschaft, seine Einladung missachtet wird? Das macht Matthäus deutlich, indem er sein Gleichnis nun weiterführt. Der König lässt sich durch all das Geschehene nicht davon abhalten, die Hochzeit trotzdem zu feiern. Wer gedacht hat, nun hat dieser Gott genug von den Menschen, der hat sich geirrt. Das Fest findet statt. Nun aber mit anderen Gästen. Er schickt seine Knechte aus und lässt alle laden, die sie auf den Straßen finden. Gute und Böse sind eingeladen zum Fest. Man muss anscheinend kein besonders perfekter Mensch sein, um dazuzugehören. Alle sind eingeladen. Und Matthäus beschreibt hier den Übergang von der Judenmission zur Heidenmission. Weil das jüdische Volk die Botschaft Jesu Christi ablehnt, wird sie nun den Menschen aus anderen Völkern, den Heiden, verkündet. Doch auch diese zuletzt genannten, diese zuletzt Eingeladenen, können das Fest noch verfehlen. Einer trägt kein festliches Gewand. Er hat sich nicht vorbereitet, verhält sich nicht angemessen. Der König stellt ihn zur Rede: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Als der Angeredete verstummt, lässt der König ihn fesseln und wirft ihn hinaus in die Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern ist. Also an einen Ort der Verlassenheit von Gott und Menschen. Macht Matthäus denn wirklich den Glauben von solchen Äußerlichkeiten abhängig, von einem hochzeitlichen Gewand? Warum legt er so viel Wert auf diese Äußerlichkeit? Bei der Festkleidung muss ich immer wieder auch an die Konfirmandinnen und Konfirmanden denken. Zu ihrem Fest sind sie natürlich festlich gekleidet. Und jedes Jahr habe ich mich gewundert, wie solch eine Kleidung junge Menschen verändert und was für Leute sie aus ihnen macht.
Manchen war aber auch schon anzusehen, dass der Anzug und das Kleid irgendwie aufgesetzt waren. Und sobald als möglich wurden dann am Nachmittag die schicken Schuhe wieder gegen die bequemen Turnschuhe eingetauscht und die Krawatte gelöst und das Jackett ausgezogen. Liebe Gemeinde, ist vielleicht das Gewand unseres Glaubens nur aufgesetzt? Im Gottesdienst ist dieses Gewand gerade noch tragbar, aber im Alltag entspricht es längst nicht mehr der Mode und der Bequemlichkeit. Da ziehen wir es dann ganz schnell wieder aus. Dieses Festgewand im bildlichen Sinne ist nichts Äußerliches. In meinem Tun und Lassen soll vielmehr die Liebe Gottes sichtbar werden. Was nützt die Predigt von der Liebe Gottes, wenn sie nicht einfließt in unser alltägliches Leben, in unserem Umgang mit unserem Ehepartner, in das Miteinander der Familie, in meinem Verhalten am Arbeitsplatz, im Verein? Seid nicht so sicher, ruft Matthäus damit seiner Gemeinde zu. Auch ihr könnt das Fest verfehlen. Auch ihr habt keinen Anspruch darauf, das Fest mitfeiern zu können. Auch von euch wird man Rechenschaft fordern für das, was ihr getan und gelassen habt. Auch euch wird man fragen, ob euer Glauben nur Reden war, ohne Taten folgen zu lassen. Gottes Einladung ist nicht unverbindlich. Wie gesagt, die neue Hochzeitsgesellschaft, die sich gleichsam als Ersatz gebildet hat, ist die christliche Gemeinde. Natürlich ist jedem Christen ein Hochzeitsgewand durch den Glauben gegeben. Aber da zeigt sich ein Problem. Zunächst geht die Einladung an alle Menschen, was auch immer sie in ihrem Leben getan haben. Sie alle dürfen kommen. Aber als Christen leben sie nun so weiter wie vorher, ohne nach Gottes Willen zu fragen. Und ihnen will das Gleichnis sagen, wer durch den Glauben von Gott gerecht gemacht worden ist, der muss dann auch so leben wie einer, der zu Gott gehört. Statt als Christen nach Gottes Willen zu leben, gibt es unter den Christen solche, die treten Gottes Einladung mit Füßen. Sie sind zwar gekommen, doch in ihrem Leben ändert sich nicht viel. Deshalb machen die christlichen Gemeinden stellenweise einen so desolaten Eindruck. In unseren Gemeinden gibt es Menschen, die eben nicht nach Gottes Willen sich ausrichten. Christen brechen die Ehe, belügen sich, reden schlecht übereinander, prozessieren gegeneinander. Und dann will jeder bei einer Beerdigungsansprache hören, was für ein wunderbarer Christ da zu Grabe getragen wird und dass Gott ihn mit offenen Armen in seinem himmlischen Reich aufnehmen wird. Das Gleichnis fällt ein anderes Urteil über solche Scheinchristen, die sich das festliche Gewand nur als frommes Mäntelchen umgehängt haben. Werft sie hinaus in die Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern ist. Kann man sagen, die Kirche ist eine Gemeinschaft, in der alle Menschen vorbildlich leben? Gewiss, es gibt gute Beispiele, aber auch vieles, was uns erschrecken kann. Gerade die Kirche Martin Luthers hat da ein Problem. Der Überschwang der Gnade lässt die Frage nach einem gerechten Leben in den Hintergrund treten. Aber so sehr man Martin Luther darin zustimmen kann, dass die Gnade Gottes jedem Menschen gilt, ohne Ansehen der Person, ohne Leistung, ohne Werke. Wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind. Aber liebe Gemeinde, das ist doch nur der Anfang. Der Beginn eines Lebens, das nach Gottes Willen fragt und danach leben will. Und Martin Luther sagt ja selbst, das Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht ein gesund Sein, sondern ein gesund Werden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Darum, liebe Gemeinde, sollen wir Gottes Gnade nicht ablehnen, aber aus dieser Kraft der Gnade heute unser Leben versuchen, nach Gottes Willen zu gestalten, damit wir Gottes Fest in seinem Reich am Ende auch tatsächlich mitfeiern können. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, wir feiern das Abendmahl mit einer Weinhostie. Das heißt, in der Hostie ist ein Tropfen Wein eingeschlossen. Zum Abendmahlsgang kommen Sie bitte zu fünft oder zu sechst mit Maske und im gebotenen Abstand nach vorne. Sie gehen dann zuerst zum Taufengel und nehmen sich dort eine Weinhostie. Und dann bilden Sie einen Halbkreis, es fehlen die Markierungen, aber Sie werden es schaffen, einen Halbkreis im nötigen Abstand zueinander zu halten. Und wenn ich Ihnen dann zuspreche, Christi Leib für dich gegeben, dann können Sie die Maske abnehmen und die Weinhostie zu sich nehmen. Nach Bibelwort und Segen gehen Sie dann mit der Maske und auch im gebührenden Abstand wieder zurück auf Ihren Platz. Wir haben es heute ja schon oft gehört. Und jetzt im Abendmahl wird es noch einmal ganz deutlich. Jesus Christus lädt uns ein an seinen Tisch. Er ruft uns Menschen zu Gott zurück. Und das wirkt sich auf unser Leben aus. Und damals wie heute werden die gleichen Worte gesprochen. Und sie weisen auf den hin, der uns einlädt, der für uns da ist und der uns auch die Kraft gibt, dass wir uns verändern. Brot und Wein sollen uns dessen gewiss machen. Unser Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er nach dem Abendmahl den Kelch, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns beten. Wir danken dir, Gott, du Quelle des Lebens. Du hast uns eingeladen und wir sind gekommen, um uns an deinem Tisch zu stärken. Nichts kann uns von deiner Liebe und Fürsorge trennen. Erneuere und heilige unser Leben durch Jesus Christus. Amen. Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Kommet herzu, denn es ist alles bereit. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist.
Christi Leib für dich gegeben. Der Kelch des Heils für dich gegeben. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So geht nun hin im Frieden des Herrn. Amen. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Das Brot des Lebens für dich gegeben, der Kelch des Heils für dich gegeben. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Thank you.
Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Das Brot des Lebens für dich gegeben, der Kelch des Heils für dich gegeben. Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Christus spricht, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Welt Ende. So geht nun hin im Frieden des Herrn. Amen.
Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Das Brot des Lebens für dich gegeben, der Kelch des Heils für dich gegeben. Fürchte dich nicht, glaube nur. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Aus mit dem Lied Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Thank you.
die Abkündigungen für Sonntag, den 6. Juni 2021. Es ist der zweite Sonntag nach Trinitatis. Der Wochenspruch steht bei Lukas in Kapitel 10, Vers 16. Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Diese Umgangsformen sollten wir Christen einander mal in der vor uns liegenden Woche einfach mal besonders ernst nehmen. Nochmal als Stichwort und Merkzettel: Hören und achten. Am Samstag, den 12. Juni, treffen sich die goldenen Konfirmanden um 14 Uhr am städtischen Friedhof, um der verstorbenen Mitkonfirmanden zu gedenken. Leider ist ein gemeinsames Kaffeetrinken im Anschluss daran im Gemeindehaus nicht möglich. Am Sonntag, den 13. Juni, feiern wir um 9.30 Uhr goldene Konfirmation und Kronjuwelenkonfirmation mit Abendmahl. Pfarrer Stinzing wird diesen Gottesdienst halten. Er kann über die Homepage unserer Kirchengemeinde als Livestream unter www.selbitz-evangelisch.de sowie bei YouTube, Selbitz Gottesdienst, abgerufen werden. Für den Gottesdienstbesuch in der Kirche besteht FFP2-Maskenpflicht. Zum Kinderklostertag der Christusbruderschaft erreichte uns folgende Mitteilung: Der Kinderklostertag am 19. Juni muss leider ausfallen. Wir freuen uns, wenn Kinder und Familien trotzdem vorbeikommen. Zwischen dem 12. und 20.06. gibt es die Möglichkeit, bei unserer Entdeckertour rund ums Kloster den Wildenberg zu erkunden. Den Fragebogen für die Tour findet ihr ab dem 8.06. auf der Homepage der Christusbruderschaft. Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen. Die Einlagen der letzten Woche betrugen 172 Euro im Klingelbeutel und 58 Euro für die Kollekte Diakonie in Bayern. Weiter wurden 1.460 Euro gegeben, unter anderem 400 Euro für die Corona-Hilfe in Indien und 630 Euro für unsere CVJM-Sekretärin. Die heutige Kollekte ist für den Lutherischen Weltbund bestimmt. Er wurde 1947 gegründet und ist eine weltweite Gemeinschaft von 148 Christen in 99 Ländern. Dazu gehört auch die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, der wir angehören. Er ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die miteinander den Weg der Erneuerung beschreiten. Er will den Glauben in die Tat umsetzen und sich dabei von Gottes Wort und Geist leiten lassen. Seine Vision ist: Befreit durch Gottes Gnade, eine Gemeinschaft in Christus, die gemeinsam lebt und arbeitet für eine gerechte, friedliche und versöhnte Welt. Herzlichen Dank für alle Gaben. Gott, der Herr, segne alle, die anderen an ihrem Reichtum Anteil geben, an Geld, tätige Unterstützung und Gebet. Gott, der Herr, segne auch den verantwortungsvollen Umgang mit den Gaben. Amen. Nächsten Sonntagnachmittag ist noch Diamantenkonfirmation, Gottesdienst um 14.30 Uhr. Das noch zu den 14 Uhr. 14 Uhr, nächster Sonntag. Beerdigt wurden Herr Peter Schindler aus Selbitz im Alter von 58 Jahren. Frau Silvia Spitzbart aus Selbitz im Alter von 65 Jahren. Frau Sieglinde Fischer aus Rothenburg im Alter von 84 Jahren. Und Frau Irma Zuber aus Hof, ehemals Dörntal, im Alter von 85 Jahren. Ich möchte beten und bitte Sie, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, du hast gesagt: Sucht meine Nähe. Wir wollen jetzt im Gebet zu dir kommen. Verbirg dich nicht vor uns, sondern erhöre uns. Wir bitten dich, dass du Peter Schindler, Silvia Spitzbart, Sieglinde Fischer und Irma Zuber in dein Reich aufnimmst. Wir danken dir für die Zeit, die wir hier auf deiner Erde mit ihnen verbringen durften. Danke, dass sie in unseren Erinnerungen weiterleben.
Bitte schenke deinen Frieden und deinen Trost genau dort, wo er notwendig ist. Hilf uns, das Ja zu dir zu finden und immer wieder neu zu bekräftigen, damit wir Zugang zu deiner Ewigkeit haben, wenn du uns aus diesem Leben nimmst. Herr, unser Gott, segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum deiner Gnade. Amen. Heiliger, starker, unsterblicher Gott, du hast uns mit dem Brot des Lebens gestärkt. Bleibe bei uns und geh mit uns durch die Zeit, dass wir unseren Weg voll Vertrauen zu dir gehen und dass wir einmal das Ziel erreichen, das ewige Gastmahl bei dir, wo wir dich, den dreieinigen Gott, mit allen Engeln und Heiligen schauen und anbeten in Ewigkeit. Amen. Der Herr behüte euch vor allem Übel. Er behüte eure Seele. Der Herr behüte euren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz.